eine ordentliche Rippenfellreizung mit Brustentzündung. So etwas gefällt mir. Da kann ich meine Türen feiern. Und die Beute, gnädiger Herr, ist hier. All die Krankheiten hätte sich soeben auf den Täter und dass sie von allen Ärzten verlassen wäre. Ja, schon mitten im Todeskampf. Nur, um mein Verlangen zu bekunden, euch meine Dienste erweisen zu können. Oh mein Gott! Ich bin tot! Vergiss, Mr. Spinalso. Aber auf dem Rucksitz, da kann er doch nicht bleiben. Das war so ein netter Kerl. Hat uns die Wagen mitgenommen. Was machst du? Er hat gesagt, ich sehe aus wie Boris Karloff. Und das hast du mir angetan. Das ist dein Werk. Nein. Du kannst nicht in der einen Minute einen Heiratsantrag machen und mich in der anderen Minute aus dem Haus schmeißen. Nee, ich schmeiß dich doch gar nicht aus dem Haus. Aber geh jetzt endlich. Nein, du schuldest mir eine Erklärung für dieses Verhalten. Elaine! Nur weil du jetzt vielleicht längere Hosen anziehst, heißt du noch, heißt das noch lange nicht, dass du jetzt ein Großer bist. Ich bleibe. Du gehst und zwar sofort. Du meinst, du könntest mir Angst machen? Wenn du meinst, ich hätte Angst vor dir, dann... Ich habe ein seltsames Leben geführt, aber es hat mich eines gelehrt. Vor nichts zurückzuschrecken. Tante Abby, du willst mir doch nicht erzählen, dass ich diesen Mann noch nie gesehen hast. Das habe ich bestimmt nicht. So weit kommst du doch. Jeder hier einfach reinspaziert und sich in unsere Sitzbank legt. Oh je, wir wollten schon immer ein Doppelbegräbnis abhalten. Aber ich verweigere diesem völlig Fremden einen Dienst. Ein Fremder? Tante Ellie, da liegen 12 tote Herren in unserem Keller und du gibst zu, sie vergiftet zu haben. Ja, das kann ich auch, aber ich würde dich nie machen. Dir Befehle zu erteilen, obwohl du genau gesehen hast, was mit Mr. Spinalso passiert ist. Spinalso? Ein Ausländer! Ich wusste es! Was mit ihm passiert ist, kann genauso gut mit dir passieren. Scheiße!